Einen wunderschönen guten Mittag. Wir hatten geniale Gottesdienste, Karfreitag, Ostersonntag. Jesus ist auferstanden. Wahrhaftig auferstanden. Ich wollte es auch mal gesagt haben, falls du es vergessen hast. Nach der Auferstehung ging Petrus mit einigen Jüngern fischen. Sie haben die ganze Nacht gefischt, sie kannten sich eigentlich gut aus, aber sie haben nichts gefangen. Wie ernüchternd, wie enttäuscht mussten sie gewesen sein. Und dann tritt Jesus aufs Spielfeld. Er ist am Ufer, die Jünger erkennen ihn noch nicht, und Jesus fragt sie in seiner Liebe: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Werft das Netz auf die andere Seite und dann werdet ihr Fische fangen. Ja, als ob. Jesus, das sagst du Fischern und daran soll es liegen? Naja, sie machen's, fangen eine Menge von Fischen und Johannes checkt dann sofort die Lage. Das ist der Herr, das ist Jesus. Und was macht Petrus? Petrus springt aus dem Boot heraus, er will als erstes bei Jesus sein. Petrus war nun mal so. Er war ein bisschen vorlaut, er war ein Mann der Tat, er musste vorangehen. Er war ein bisschen impulsiv, hat häufig Dinge erst gemacht und danach überlegt, aber Jesus hat ihn lieb. Und interessanterweise liest du dann, dass die Jünger zu Jesus kommen und Jesus hat schon ein Feuer vorbereitet, hat schon Essen vorbereitet, Fische und Brot. Woher kommt das denn jetzt? Ja, ich weiß es auch nicht. Jesus ist der Gastgeber, Jesus ist im Mittelpunkt. Und dann heißt es in Johannes 21, Vers 15, als sie gegessen hatten, fragte Jesus Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Der Titel meiner Predigt lautet: Burnout oder Burn on. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass die Kraft des Heiligen Geistes uns heute verändert. In Jesu Namen. Amen. Warte mal. Jesus stellt Petrus die Frage: Liebst du mich mehr als die anderen Jünger? Ich meine, Petrus ist doch derjenige gewesen, der aus dem Boot herausgesprungen ist. Er wollte doch unbedingt bei Jesus sein. Jesus wusste doch, dass Petrus der Mann der Tat war, der sogar auf Wasser gegangen ist. Er wusste doch, dass Petrus der Laute, der erste Jünger war, der immer direkt Dinge getan hat oder sonst was. Jesus wusste doch, dass Petrus seine ganze Familie und seine ganzen Verwandten verlassen hat, nur um bei Jesus zu sein. Und dennoch fragt Jesus: Petrus, hast du mich lieb? Und doch ist diese Frage berechtigt, denn ein paar Tage zuvor ist etwas passiert. Kurz bevor Jesus gestorben ist, kurz vor seiner Kreuzigung, lesen wir nämlich in Lukas 22, Vers 56, da sah eine Dienerin Petrus im Schein des Feuers sitzen und sah ihn genau an und sprach: Dieser war auch mit Jesus. Petrus aber leugnete und sprach: Ich kenne ihn nicht. Um es kurz zu machen, Petrus verleugnete Jesus ein zweites und ein drittes Mal. Noch während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Jesus schaut Petrus an, inmitten seiner größten Fehler, inmitten seines größten Versagens. Was für eine Enttäuschung muss das für Petrus gewesen sein? Durch Jesu Frage, ob Petrus Jesus mehr liebt als die anderen Jünger, wird Petrus auch mit einer zweiten Situation konfrontiert, nämlich Stunden vor seiner Verleugnung hatte Petrus ganz laut etwas verkündigt, als Jesus nämlich gesagt hat: Ich werde sterben und auferstehen und ihr Jünger, ihr werdet mich alle verlassen. Da
war wieder der vorlaute Petrus am Start. Und was sagte er da in Matthäus 26, Vers 33? Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Und Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Ich werde dich nicht enttäuschen, ich werde nicht versagen. Wie kann es sein, dass zwischen Petrus lauten Ankündigung und seinem Versagen, das sind nur ein paar Stunden. Wie kann Petrus so versagen? Wenn du in den Text genauer reinsiehst, erkennst du, dass Petrus einen Fokus setzt. Und dieser Fokus, den setzt er in seine Kraft und in seine Stärke. Ist es euch aufgefallen? Ich werde dich niemals verleugnen. Alle anderen vielleicht schon, aber ich, Jesus, mit mir kannst du rechnen. Er vertraut seiner eigenen Kraft. Die Bibel nennt das, wenn wir unserer eigenen Kraft vertrauen und unabhängig von Gottes Kraft sind, das Leben im Fleisch. Und weil Petrus seiner eigenen Kraft vertraut, erlebt er einen Zerbruch, Burnout. Das musste ich lange üben. War gut, oder? Also wie reagiert jetzt Petrus auf die Frage von Jesus, liebst du mich? Jesus und Petrus, sie kannten seinen Fehler und sein Versagen. Und da heißt es in Johannes 21, Vers 15 und 17, Petrus gab ihm zur Antwort, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus fragt ihn ein drittes Mal, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig. Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm, Sorge für meine Schafe. Dreimal hat Petrus Jesus verleugnet und dreimal fragt Jesus, ob er ihn lieb hat. Und dreimal gibt Petrus die Antwort, Herr, du weißt es, ich liebe dich. Petrus ist nicht mehr der vorlaute Petrus, er kennt sein Versagen. Aber siehst du, wie sein Fokus sich gewandelt hat? Petrus hat all seine Selbstgewissheit, all seinen Stolz, hat er irgendwie in den letzten Stunden verloren. Und deswegen siehst du das in der Fokussierung, die er setzt. Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. In seinem ganzen Zerbruch vertraut er sich demütig dem Herrn an. Und was macht Jesus? Der Auferstandene rehabilitiert Petrus nicht nur, sondern er gibt ihm sogar den größten Auftrag. Der Jünger, der von den 12 noch von den übrig gebliebenen Jüngern, von den 11, der am meisten versagt hat, bekommt den größten Auftrag. Das tut Gott. Er stellt Menschen wieder her. Jetzt dürfen wir aber nicht denken, dass Petrus jetzt einfach nur die Lebenslektion gelernt hat, ja, ich habe einen Fehler gemacht und ja, ich brauche Jesus und danach hat er alles in seiner Kraft gemacht. Das dürfen wir so nicht denken. Als Christ werden wir immer abhängig von Jesus sein und bleiben. Du wirst immer Jesus brauchen. Du wirst niemals zu dem Punkt gelangen, wo du sagst, jetzt bin ich 20 Jahre Christ und jetzt weiß ich, wie das alles läuft. Ich weiß, wie man die Hand hebt beim Lobpreis. Ich weiß, wie man betet. Ich brauche Jesus nicht mehr. Je mehr du Christ bist, je länger, desto mehr verstehst du, wie abhängig du bist, dass du Jesus brauchst. Vielleicht sagst du, ja, Victor,
Ihr Pastoren, ihr Prediger da vorne, ihr steht da so selbstbewusst. Wo bist du denn abhängig von Jesus in deiner Predigt? Vielleicht sieht es von außen so aus, aber ich möchte euch eines verraten. Niemand sieht, wie abhängig wir von Gott sind. Niemand sieht unseren Zerbruch, wo wir in den Tagen zuvor betend auf den Knien und sagen, Gott, wenn du mich nicht inspirierst, Gott, wenn du dein Wort nicht in mein Herz legst, dann ist mein Predigen umsonst. Und alle Prediger sagen Amen. Du kannst mit der schönsten Stimme singen, mit Engelszungen, und wir haben so ein geniales Team. Wirklich. Aber wenn du singst aus deiner eigenen Kraft, nicht in der Abhängigkeit von Gott, nicht inspiriert durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann bringt dein Singen wenig. Und alle Lobpreiser sagen Amen. Du kannst ein toller Typ sein, eine tolle Typin. Menschen lieben dich, sie kommen gerne zu dir. Du startest eine Connect-Gruppe, aber wenn du diese Connect-Gruppe nicht aus der Abhängigkeit und der Kraft Gottes machst, nicht inspiriert betest und sie leitest, dann bringt deine Connect-Gruppe wenig. Und alle Connect-Gruppenleiter sagen Amen. Aber Victor, gilt das denn jetzt nur für die Kirche, wenn wir in der Move Church etwas machen? Niemals! Du bist als Christ jederzeit, egal welchen Beruf du hast, egal wie es dir geht, ob es dir gut geht oder schlecht geht, ob du den schönsten Tag gestern hattest oder den schlimmsten Tag, du und ich, wir sind abhängig von Jesus. Weil sonst, ihr Lieben, wären ja nur die Pastoren und Prediger von Jesus abhängig. Du auch. Manche nennen es Schwäche, abhängig zu sein. Ich nenne es Stärke, denn du bist von dem Allmächtigen abhängig. Darum geht es. Jetzt möchte ich dir eine Bibelstelle zeigen. Und das ist mir erst vor ein paar Jahren richtig bewusst geworden. Und wahrscheinlich bist du auch noch nicht da drauf gekommen. Bist du gespannt? Jawohl, für Linus mache ich das. Ich möchte dir zeigen, wie krass Jesus Petrus wiederherstellt. Bist du gespannt? Etwa zwei Monate, nachdem Petrus so krass versagt, predigt Petrus in Jerusalem vor einer Menge von Leuten, und da heißt es in Apostelgeschichte 3, Vers 13, ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und verleugnet, als der ihn loslassen wollte. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Warte mal, Petrus? Vor zwei Monaten hast du doch Jesus verleugnet, und jetzt sagst du zweimal, dass sie Jesus verleugnet haben? Im Griechischen, ich fand das so genial zu sehen, oh, da geht mein Herz auf. Im Griechischen, dieselben zwei Worte, die da stehen für verleugnen, kommen in Matthäus, Markus, Lukas und Johannes bei der Verleugnung von Petrus vor. Die kommen davor. Das ist dasselbe griechische Wort. Und Petrus erlaubt sich zwei Monate später zu sagen, ihr habt Jesus verleugnet. Wie kann das sein? Petrus wusste eines. Weil Christus für meine Schuld gestorben und auferstanden ist, schreibt Gott mit mir eine neue Geschichte. Ich bin wiederhergestellt durch Jesus. Danke, Jesus. Er stellt wieder her. Denn wenn Jesus tot im Grab geblieben wäre, würde jede Sünde von Petrus nicht vergeben sein. Würde Jesus nicht auferstehen von den Toten, würde Gott noch an all deine Sünden und an meine Sünden denken. Ohne Auferstehung gibt es keine Gnade, gibt es keinen Freispruch. Aber weil Christus auferstanden ist, kann Gott vergeben. Und Petrus hat eine neue Identität.
Und indem Jesus Petrus so voller Liebe begegnet und ihn wiederherstellt, erfüllt er eine Verheißung, die 700 Jahre zuvor von dem Propheten Jesaja über den kommenden Retter geschrieben worden ist. Seid ihr gespannt? In Matthäus 12 wird es aufgefasst, nämlich das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen und auf seinen Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Das ist mein Jesus. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von so einem glimmenden Docht. Du siehst es hier, damals sahen die Lampen noch ein bisschen anders aus, aber da siehst du, da war mal ein Feuer. Da brannte mal ein Feuer, aber es wurde ausgepustet. Es wurde aufgrund von irgendwelchen Umständen, ist da kein Feuer und es qualmt. Du siehst, da ist noch ein kleiner und winziger Funke. Aber was bringt dieser Funke denn? Der ist doch wertlos. Was tut Jesus? Jesus löscht den glimmenden Docht Petrus nicht aus, sondern er stellt ihn wieder her. Er schenkt ihm sein Feuer. Burn on. Das tut Jesus, denn bei Petrus, da war mal ein Feuer in seinem Herzen, aber bei der Verleugnung sehen wir, wie da nur noch ein kleiner Funken ist. Aber Jesus stellt ihn wieder her. Ich möchte dir heute die Frage stellen, wie siehst du dich heute? Vielleicht siehst du dich wie so ein glimmender Docht, wo mal Feuer drauf war, wo du mal eine Leidenschaft für Jesus hattest und eine Liebe für Gott und für die Gemeinde. Aber du sagst, durch das, was passiert ist, Victor, ich hab's verloren. Vielleicht siehst du dich aber auch auf der ganz anderen Seite. Dir geht's gut, du bist gesund, du bist erfolgreich, deiner Familie und deiner Ehe geht's gut. Oh, ich freue mich so sehr für dich. Aber vielleicht siehst du dich in deinen Schwächen. Vielleicht bist du gebrandmarkt von dem, was andere Menschen über dich gesagt haben. Vielleicht siehst du dich in all deinen Fehlern und du sagst, Gott sieht mich bestimmt auch so an. Darf ich dir eine bessere Frage stellen? Wie sieht Gott dich heute? Wie sieht Gott dich heute? Dich, der du ein Kind Gottes bist, der du Ja gesagt hast zu Jesus. Wie sieht dich Gott? In 1. Korinther 1, Vers 30 heißt es, durch Gott aber seid ihr in Jesus Christus, der für uns zur Weisheit wurde, durch Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Gott sieht dich in Jesus Christus, du bist mit Jesus verbunden. Das ist die gute Botschaft. Okay. Wahrscheinlich können es einige noch nicht fassen. Ich meine, klar, wir werden häufig definiert von dem, was andere Leute über uns sagen oder wir über uns selbst sagen oder glauben aufgrund Dinge, die schief laufen oder falsch laufen. Ich meine, Petrus könnte immer noch wie ein Versager und ein Verleugner herumgehen, sein ganzes Leben. Er könnte sein ganzes Leben traurig sein. Ich bin der Petrus, der Jesus verleugnet hat. Und er hätte recht. Denn er hat Jesus verleugnet. Sein Versagen ist so groß. Aber die gute Nachricht lautet, weil Christus deine und meine Schuld genommen hat und mit unserer Schuld gestorben ist und ohne unsere Schuld auferstanden ist, schreibt Gott mit dir und mir eine neue Geschichte. Das ist das, was Jesus tut. Du hast eine neue Identität. Du bist in Jesus Christus. Du bist sogar gerecht durch Jesus. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil er perfekt ist.
Du sagst aber, Victor, wenn es dann mehr auf Jesus ankommt und weniger auf mich, bekomme ich jetzt die Erlaubnis zu sündigen? Natürlich nicht. Wenn du verstehst, dass es mehr auf Jesus ankommt und weniger um dich, dann wird deine Liebe zu Jesus umso größer. Warum solltest du dich mit Dreck besudeln? Ich weiß es nicht. Aber diese Wahrheit, die bringt mein Herz so zum Explodieren. Jesus liebt mich, obwohl ich versagt habe. Wir glauben ja, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und am dritten Tag auferstanden und die Gemeinde sagt Amen. Sehr gut. Aber weißt du, was da noch steht in deiner Bibel? Da steht, du bist mit Jesus Christus der Macht der Sünde gestorben und mit Jesus auferstanden. Wenn du das nicht weißt, bald haben wir unseren nächsten Taufunterricht. Da bist du gerne eingeladen. Heißt das, dass wir jetzt ein perfektes Leben führen? Nein. Aber wir sind der Macht der Sünde gestorben. Wir werden zwar immer noch mal sündigen und sündigen wahrscheinlich jeden Tag, aber die Sünde ist nicht unser Herrscher. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wenn du einen Fehler gemacht hast, vielleicht bist du Auto gefahren und vielleicht kennst du das, jemand vor dir macht einen Fehler und du rastest förmlich aus. Oder du greifst zu deiner Sucht, Kaffee, okay, oder Zucker. Vielleicht ist es aber auch ein krasseres Problem, wo du an Drogen leidest. Du brauchst Nikotin jeden Tag, eine Schachtel oder sonst was. Vielleicht ist es die Flasche, an der du hängst. Vielleicht ist es aber auch Pornografie und du kommst da nicht weg. Darf ich dir ein Geheimnis verraten, wie du in dieser Sünde stecken bleibst? Herr Victor, was sagst du da? Ja, sorry, es ist kein Geheimnis. Weil viele Christen handeln so und deswegen bleiben sie gerade deswegen in der Sünde. Möchtest du das Geheimnis wissen, wie du in der Sünde stecken bleibst? Einer vielleicht? Danke, Linus, danke. Wenn du diese Tat getan hast, dann sag am besten, um in dieser Sünde stecken zu bleiben, nachdem du die Sünde getan hast, sag, ich werde diese Sünde nie wieder tun. Victor, das ist doch ein gutes Argument, das ist doch eine gute Intention, das ist doch ein guter Wunsch. Ich behaupte, wenn du das so vor dich hin brüstest, wirst du gerade in dieser Sünde stecken bleiben. Warte mal, hört sich das nicht so ein bisschen so ähnlich wie Petrus an? Jesus, die anderen werden dich verleugnen, aber ich werde dich niemals verleugnen. Auf mich kannst du zählen. Der Teufel möchte, dass wir unserer eigenen Kraft, unserer eigenen Stärke vertrauen. Und wenn wir unserer Kraft und Stärke vertrauen, ist unser Versagen vorprogrammiert. Es ist einfach so. Du bleibst dann in diesem Kreis, dem Teufelskreis stecken. Darf ich dir ein zweites Geheimnis verraten, wie du in dieser Sünde stecken bleibst? Darf ich, nachdem ihr das erste Geheimnis wisst? Sag am besten, nachdem du diese Sünde getan hast, ich bin so ein Sünder und verurteile und verdamme dich. Dann wirst du niemals aus diesem Teufelskreis herauskommen von Versuchung, Versagen, Verdammnis. Vor euch steht jemand, der in seiner Teenagerzeit ein Problem mit Pornografie kannte. Ich kannte dieses Problem von Versuchung, Versagen, Verdammnis. Und ich habe doch Jesus so sehr geliebt.
Ich habe in der Gemeinde so viel gemacht. Ich habe mich in das Wort Gottes vertieft. Ich habe gebetet und Versuchung, Versagen, Verdammnis. Ich elender Sünder. Und wieder habe ich versagt. Aber Victor, was erwartest du denn, wenn du selbst sagst, dass du ein Sünder bist? Du kannst doch nur von einem Sünder erwarten, dass er sündigt. Victor, du Heuchler! Heuchler hört sich jetzt so hart an, oder? Aber Heuchler sind eigentlich nur die Menschen, die etwas vorgeben, wer sie eigentlich nicht sind. Victor, du bist kein Sünder mehr, denn weil Christus auferstanden ist von den Toten, bist du eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Das ist deine wahre Identität. Du bist gerecht durch Jesus. Das ist deine Identität. Und je mehr du das erkennst, nicht mit deinem Kopf, sondern mit deinem Herzen, wirst du abheben aus dem Staub und aus der Sünde. Come on. Danke, mach ich. Willst du frei werden von deiner Sünde? Sprich inmitten deiner Sünde. Sprich inmitten, während du die Flasche noch in deiner Hand hältst. Sprich inmitten deiner Pornografie. Sprich, ich bin gerecht durch Jesus. Weil wenn du das sprichst, das ist das Letzte, was der Teufel will, dass du das aussprichst. Weil das die Wahrheit ist und die Wahrheit wird uns frei machen. Und wenn die Verdammnis auf dich kommt, sag im Namen Jesu, da ist keine Verdammnis für mich. Möchtest du heraus aus der Sünde, dann geht es nur, indem du Gottes Gnade und Liebe empfängst. Deine Identität mehr und mehr kennst, wer du durch Christus bist. Und wenn dann Verdammnis und Verurteilungsgedanken kommen, dann sagst du, Jesus, hier bin ich wieder. Aber ich verlasse mich auf das, was du getan hast. Es gibt dir keine Erlaubnis zur Sünde. Das willst du auch gar nicht, diese Erlaubnis. Und natürlich ist es hilfreich und gut, dass du einfach in die Gemeinde kommst, Gemeinschaft, Connect-Gruppe, dich einer Person, einem Seelsorger anvertraust, damit man gemeinsam diesen Weg geht. Heraus aus der Sünde hin zu dem, wie Gott uns wirklich gemacht hat. Dass wir unsere wahre Identität erkennen. Manche schauen mich so schockiert an. Was habe ich getan? Aber schau doch mal auf Petrus. Guck mal, Petrus hieß nicht sein ganzes Leben Petrus. Sein Vater hat ihn Simon genannt. Aber das Erste, als Jesus Petrus sieht, beziehungsweise Simon, was sagt Jesus zu Petrus, zu Simon? Wir kennen ihn irgendwie nur unter Petrus, oder? Er sagt zu Simon, du heißt zwar Simon, aber du sollst Petrus heißen, das ist der griechische Name, oder Kephas, und das ist der aramäische Name. Und das bedeutet Fels oder edler Stein. Das war die erste Begegnung von Jesus mit Simon. Aber wenn du dann die Evangelien liest, warte mal, der Simon, der hat sich weniger wie ein Petrus verhalten. Er war nicht so ein fester Stein. Er war vom Wind hin und her geworfen. Er hat doch Jesus verleugnet. Wie soll er ein fester Stein, ein edler Stein, ein Fels der Petrus sein? Und doch nennt ihn Jesus so. Hat Petrus versagt bei seiner Verleugnung? Ja. Entsprach seinem Verhalten, sein Versagen, entsprach es seiner wahren Natur, dass er Petrus der Fels ist? Nein. Ist Petrus aber trotz seines Versagens immer noch Petrus? Ja. Und das ist der springende Punkt. Und das ist die Wahrheit und das ist seine wahre Identität, weil Jesus ihn so gesehen und genannt hat, trotz seiner Fehler. Er ist Petrus, der Fels.
Das ist seine Identität. Die Frage ist, wie siehst du dich heute? Wie siehst du dich? In der Apostelgeschichte liest du weiter, was Gott aus einem Simon macht. Er macht einen Petrus aus ihm. Seine wahre Identität kommt immer mehr und mehr zum Vorschein. Dieser edle Stein, den siehst du in der Apostelgeschichte, weil Jesus ihn wiederherstellt. Und Petrus ist einer der Jünger, der die Gemeinde vorantreibt, der predigt. Er war einer der Säulen dieser Gemeinde. Du siehst, was Jesus mit so einem Petrus machen kann. Stell dir mal vor, Jesus stellt auch dir wie Petrus diese Frage: Liebst du mich? Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade jetzt in diesem Moment diese Frage stellt. Liebst du mich? Fragt Jesus. Und vielleicht siehst du dein Leben an und du sagst: Jesus, du weißt es. Du weißt. Vielleicht kannst du auch diese Frage gar nicht beantworten, weil du eigentlich weißt, dass es nur noch ein glimmender Docht bei dir ist. Nur noch ein kleiner Funke, der so leicht ausgelöscht werden kann. Darf ich dich bitten, dass du Jesus eine Frage stellst? Frag doch mal Jesus: Jesus, wie sehr liebst du mich denn? Jesus, wie sehr liebst du mich? Ich liebe diese Situation mit Petrus, und ich war vor kurzem auf einer Pastorenkonferenz, da redet man mit dem Pastor noch ein bisschen über seine Predigt. Und da hat ein Pastor etwas Geniales zu mir gesagt, und das muss ich direkt in die Predigt einbauen. Er sagt: Victor, in dieser Geschichte von Petrus, schau doch mal, wie sie umrahmt wird. Klar, mach ich. Erinnert ihr euch noch, wie Jesus zu den Jüngern sagt: Werft es auf die andere Seite? Und da erkennt ein Jünger, Johannes, dass es Jesus ist. Und wie heißt es da? Da heißt es in Johannes 21, Vers 7, da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Und dann kommt jetzt eigentlich meine ganze Predigt: Liebst du mich? Und so weiter. Und wie wird diese Begebenheit mit Petrus zu Ende gebracht? Mit dem: Hast du mich lieb? Petrus wandte sich um und sah den Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Jesus fragte Petrus nach seiner Liebe zu ihm. Aber was ist, wenn es mehr darum geht, um Jesu Liebe zu Petrus? Ich war in den letzten Jahren ein paar Mal auf Langeoog, und ich liebe diese Nordseeinsel, und wir sind da Katamaran gefahren. Das ist irgendwie so ein Schiff oder Boot oder so. Ich kenne mich gar nicht aus. Auf jeden Fall meinte der Captain zu mir: Victor, geh ans Steuerrad. Und gesagt, getan. Und er sagt: Victor, einfach geradeaus. Und wenn du keine Ahnung davon hast wie ich und dann nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten schaust und überall ist Wasser, Nordsee, dann ist es ziemlich schwierig, geradeaus zu fahren. Ist so. Und dann habe ich ihn gefragt: Ja, wie soll ich geradeaus fahren? Und er meinte: Siehst du dort hinten am Horizont, siehst du diesen Turm? Ich: Ja. Steuer auf ihn zu und dann kommen wir an. Und das habe ich gemacht. Ich bin geradeaus gefahren, wir sind ans Ziel gekommen. Deswegen bin ich heute hier. Weil sonst würdet ihr in den Nachrichten lesen: Irgendein Pastor auf Langeoog auf der Nordseeinsel, der kann nicht geradeaus fahren. Und dann war es in den nächsten Stunden oder in den nächsten Tagen, hat Gott mir etwas ins Herz gelegt, und er hat mir gesagt: Victor, du brauchst in deinem Leben einen Fixpunkt. Du
brauchst in deinem Leben eine Konstante, Victor. Aber die Konstante, Victor, in deinem Leben ist nicht deine Liebe zu mir, sondern meine Liebe zu dir. Die Konstante in deinem Leben ist nicht deine Liebe zu Gott, sondern seine Liebe zu dir. Aber wisst ihr was? Ich habe in den letzten Jahren so einige Christen kennengelernt. Und so einige Christen kennengelernt, die so selbstfokussiert sind. Ich, mich, meiner, mir. Die in ihrer eigenen Kraft und Stärke gehen. Die wie Petrus irgendwie sagen, ich kann es. Ich schaffe es. Und gar nicht merken, wie ihr Docht nur noch glimmend ist. Die Frage für mich und für dich heute Morgen ist, lebst du selbstfokussiert oder lebst du Jesus-zentriert? Weil in meiner Bibel heißt es, ich schaue auf Jesus und Jesus verändert mich. Und wenn die Konstante in unserem Leben Jesus ist, dann kann es manchmal in unserem Lebensboot hin und her, kann der Wind und der Sturm kommen und wir wissen vielleicht nicht, wie soll es weitergehen, hier ist ein Sturm. Aber ich möchte dir sagen, weil Jesus deine Konstante und dein Fixpunkt ist, ich möchte dir sagen, du kommst ans Ziel, weil es um Jesus geht. In Johannes 21, wenn du das ganze Kapitel mal liest, da siehst du die Liebe Jesu zu den Jüngern. Nein, es ist kein Gegensatz, Petrus liebt Jesus oder Jesus liebt Petrus. Das ist kein Gegensatz. Das eine bedingt das andere. Aber du siehst in Johannes 21, und ich möchte euch das kurz geben, einfach eine kurze Sache, wo du siehst, was Jesus alles tut. Johannes 21, Vers 1. Jesus zeigte sich den Jüngern. Im selben Vers heißt es, er erschien ihnen. Vers 5. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Vers 6. Werft das Netz zur rechten Seite des Bootes aus, so werdet ihr Fische fangen. Vers 9. Jesus bereitet Feuer, Brot, Fische für die Jünger vor. Vers 14. Das ist nun das dritte Mal, dass Jesus den Jüngern erschien. Und dann die ganze Predigt. Jesus stellt Petrus wieder her. Jesus ist der Gastgeber. Jesus ist der Mittelpunkt. Es geht um Jesus. Es ist er, der redet. Es ist er, der das Wunder vollbringt. Es ist er, der Petrus wiederherstellt. Du fragst vielleicht, ja, Victor, was ist denn mit Petrus' Dienst und unserem Dienst für Gott? Das ist doch unsere Liebe zu Gott. Ich möchte dir sagen, die Grundlage deines Dienstes für Gott ist nie deine Liebe zu ihm, sondern seine Liebe zu dir. Das ist die Grundlage. Weil der Jünger, der wusste, Jesus liebt mich so sehr. Er schreibt diesen Brief, er schreibt dieses Evangelium und er sagt, ich bin der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Er schreibt auch einen Brief, ein paar Jahre später, und da heißt es in 1. Johannes 4, Vers 10, darin besteht die Liebe. Hast du es gehört? Darin besteht die Liebe. Ja, worin denn? Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir auch uns untereinander lieben. Deine Liebe zu Jesus ist nur die Antwort auf seine Liebe. Und je mehr du weißt, nicht vom Kopf, sondern vom Herzen, wie sehr Jesus dich liebt, desto mehr wirst du die Gemeinde und Menschen lieben. Du wirst vor Freude und Frieden und Liebe nur so sprühen. Die Frage für dich und für mich heute Morgen ist, kennst du Jesus?
kennst du Jesus? Du sagst, Victor, ich kenne viele theologische Richtigkeiten über Gott. Das habe ich nicht gefragt. Kennst du Jesus? Ist seine Liebe in dir drin? Brennt seine Liebe in deinem Herzen? Weil wenn du diesen Jesus kennst, dann wird seine Liebe in dir brennen. Dann wirst du wie ein Petrus sein. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn gefoltert. Und er hat sogar gesagt, ich kann nicht mehr schweigen, ich muss von Jesus erzählen. Das ist die Wiederherstellung, die Jesus schenkt. Kann es sein, dass wir nicht so begeistert und so leidenschaftlich für Jesus sind, weil wir seine Liebe nicht so sehr verstanden haben? Oder? Weil wenn du Jesus kennst wie ein Petrus, dann wirst du zu Jesus springen, du wirst zu Jesus schwimmen, trotz deiner Fehler, trotz deines Versagens, weil du weißt, dass er dich wiederherstellt. Du wirst deine Identität in Jesus Christus erkennen und du wirst abheben aus dem Staub, du wirst abheben von der Sünde, weil du gerecht bist durch Jesus. Kennst du Jesus? Ich habe es so auf dem Herzen und ich merke, wie Gottes Herz so darum ringt, um dein Herz. Dass diese Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unserem Herz durch den Heiligen Geist, dass sie entflammt wird. Ist diese Liebe Jesu in deinem Herzen? Jesus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns mal unsere Augen schließen. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, Victor, ich kenne diesen Jesus nicht. Vielleicht sagst du, Victor, ich fühle mich eher wie die Jünger, die den ganzen Nacht gefischt haben und nichts gefangen haben. Ich bin müde. Ich bin müde von der Last meiner Sünde und meiner Schuld. Ich bin hungrig. Nach der Liebe Gottes, nach diesem, ich habe so eine Leere in mir und ich möchte Jesus erleben. Dann möchte ich dir die Möglichkeit geben, dass du Ja sagst zu Jesus, dass du ein Kind Gottes wirst, dass der Friede Gottes dein Herz erfüllt und Jesus dir all deine Schuld vergibt. Während alle ihre Augen geschlossen haben und niemand nach links oder rechts schaut, gib mir doch ein kurzes Handzeichen, wenn du sagst, ich sage heute Ja zu Jesus. Für einen kurzen Moment, heb doch deine Hand. Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier, der sagt, ich möchte Ja zu Jesus sagen? Dankeschön, Dankeschön. Ist noch jemand hier? Gott ringt um dich, Gott kämpft für dich, Gott möchte so sehr, dass du seine Liebe erlebst. Ist hier noch jemand, der sagt Ja zu Jesus? Zeig mir doch bitte kurz deine Hand. Dankeschön. Dankeschön, wow. Danke, Jesus. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Die Bibel sagt uns, wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, dass Jesus der Retter und der Herr ist, so werden wir gerettet. Und das wollen wir jetzt als gesamte Move Church Family einfach beten, um diese Leute zu unterstützen. Sprecht mir einfach nach. Himmlischer Vater, danke für Jesus. Danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld gestorben bist und am dritten Tag auferstanden bist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünde. Erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. In Jesu Namen, Amen. Das ist eine Party im Himmel, weil Menschen Ja gesagt haben zu Jesus. Danke, Jesus. Gemeinde, lasst uns gemeinsam aufstehen. Ich finde es so spannend, wie Jesus zu Petrus kommt und ich finde es faszinierend, dass
Jesus Petrus mit seinem alten Namen anspricht. Habt ihr es gemerkt? Er sagt, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Jesus, der ihm eigentlich den Namen Petrus gegeben hat, erinnert Petrus an seinen alten Namen. Er erinnert ihn an seine alte Geschichte. Nicht um ihn zu verdammen, sondern um ihm zu zeigen, wo er jetzt durch Jesus steht. Denn der Name seines Vaters bedeutet Johannes und das bedeutet, Gott ist gnädig. Also Simon, Sohn des Gott ist gnädig. Und Simon hat auch eine Bedeutung, nämlich Simon bedeutet aus dem Griechischen, Gott hat erhört. Also Simon, Gott hat erhört. Du bist ein Sohn von Gott ist gnädig. Egal, was deine und meine Geschichte ist, Gott hat dein Schreien gehört. Gott hat deine Tränen gezählt. Und Gott ist dir gnädig. Und Gott ist der Gott, der wiederherstellt. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und genau dafür möchte ich beten. Und wenn du magst, kannst du einfach deine Hände als Zeichen dessen, dass du sagst, Jesus, hier bin ich, einfach vor dich hinstrecken. Oder du kannst deine Hand aufs Herz legen. Gott sieht deine Hand, aber er sieht noch viel mehr dein Herz. Und Jesus, ich bete, dass die Kraft des Heiligen Geistes jetzt ein Feuer entzündet. Nicht burn out, sondern burn on. Durch die Liebe Gottes, durch die Kraft und durch das Feuer des Heiligen Geistes spreche ich im Namen Jesu aus, dass jede Kette zerbrochen ist, dass wir als gesamte Gemeinde aufstehen aus dem Staub dieser Welt, aufstehen aus der Sünde, weil wir erkennen, wer wir in Christus Jesus sind. Weil wir erkennen, dass wir von Gott so sehr geliebt sind, dass er uns wiederherstellt. Und im Namen Jesu spreche ich das über dein Leben aus. Ich spreche göttliche Durchbrüche aus. Je mehr du verstehst, wie Gott dich sieht, in Jesu Namen. Amen.